gar nicht, was du tust. Du machst doch bloß, was er dir sagt. Ich würde mal sagen, da lang. Obwohl, da geht's irgendwie. Okay, da geht's nicht lang, dann geht's hier lang. Stopp! Ich habe ein ungutes Gefühl. Lässt mich aber ordentlich weit vorausgehen. Okay, komm raus! Zeig dich! Ich dachte jetzt auch, das wäre irgendwie ein Kerl oder sowas. Dieser Kahn ist verflucht. Aber wie recht er hat. Sieh mal hier. MacDan. Sieht nicht danach aus. Alter, alleine schon auf diesem versifften Schiff mit dem Barfuß rumzurennen. Worüber redest du? Ich will jetzt kein Wort mehr hören. Aber schreien darf ich zur Not noch, ne? Ich sag's gerade noch, verdammte Axt. Bitte, du musst das nicht tun. Oh Gott. Oh Gott. Der Typ. Der Typ ist bestimmt immer noch hier. Ich meine, du stirbst hier und dein Geist bleibt da. Ach was. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Da ist wieder was. Wo sind all deine Freunde? Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß hier soll. Aber wir müssen weiter und Olson finden. Los! Okay. Schreiende Leiche. Olson! Merde! Qu'est-ce que tu fais? Was war das? Da war was auf jeden Fall. Da war eine Hand. Oh shit. Schubst doch nicht die ganze Zeit. C'est quoi ce bordel? Was zum Teufel? Ja, vor allen Dingen rennt er hin, ohne zu gucken. Das hier mal angucken. Okay. Frage ist, wo geht's weiter?
nicht. Na komm. Nicht gereicht? Ernsthaft? Na, also geht doch. Hallo? Ist da jemand? Also wenn ich ein Fluch oder ein Geist wäre, würde ich mit Sicherheit nicht antworten. Kamerafahrten, ne? Das ist schon geil gemacht. Ah. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht können wir jetzt die Verteilerkappe klauen. Vielleicht ein Ersatzverteiler. Da ist auf jeden Fall was. Oh Mann! Was war hier los? Charles T. Perez. Da lang geht. Oh shit. Dreck. Scheiße, 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 verdammter Mist. Fuck. Okay, okay, komm schon. Reiß dich zusammen, Arschloch. Komm schon! Komm schon! Okay, okay, okay. Reiß dich jetzt zusammen. Oh boy. Komm schon. Sei ein Mann. Okay. Du packst das. Da war doch eine Vorahnung. Da. Ach du Scheiße! Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Okay, da offensichtlich nicht. Ich finde das ganz cool gemacht, dass wir die die Taschenlampe so bewegen können und die Dinger ausleuchten können. Hallo? Wer ist da? Boah, das ist nicht gut. Ja, das ist beängstigend. Ich weiß nicht, da ist eine Tür. Tür. War da nicht was mit der Vorahnung? Irgendwie. Treppe.
hier passiert? US General Infantry, 14. Division. Das ist miese. Ich weiß nicht, ob wir hier lang müssen. Hallo? Verflucht! Wunderbar. Scheiße. Leute, jetzt habe ich aber Gänsepelle. Gott nochmal. Jetzt halt mal die Luft an. Okay, Konzentration. Diesmal hat's geklappt. Ganz nah. Oh. Defend of Future, okay. Oh. Da ist auch was. Drehen. Aha. Material, Anforderungsformular, Mengebeschreibung, ein Atemgerät, ein Filter, vorgesehene Ausgabe, ja, Eingabe von Private Gordon Young, abgelehnt. Falls abgelehnt, Grund der Ablehnung, Private Young wurde schon eine Gasmaske zugeteilt, okay? Mhm. Hier ist was. Das sieht's. Nicht gesund aus. Vielleicht sind sie hier durch. Okay. Ich brauche was, um da hochzukommen. Event. Was haben wir denn da?
würde es aber gerne nochmal lesen, vernünftig. Tom, wenn das rauskommt, geht es auf deine Kappe. Sieh zu, dass es erledigt wird, okay? Was auch immer. Hier scheint nichts weiter zu sein. Ah. Alles klar. Alex? Julia? Hallo? Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Oh, da ist wieder so ein Bild. Das ist aber jetzt ein moderner Hubschrauber, oder? Mein Gott. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Skelette? Ja, ist nicht gut. Wo ist eure Haut? Wo ist die ganze Haut? Du solltest gar nicht hier sein. Ich sollte das nicht sehen. Aha. Eine Waffe. Eine Waffe. Etwas, was wir als Waffe benutzen können. Irgendeine Meinungsverschiedenheit. An ersten Offizier Fischer. Sir, Sie wollen über die Funksituation unterrichtet werden. Zu folgenden Zeiten haben wir versucht, Rufe abzusetzen. Ohne Erfolg. Okay. Alles im 10-Minuten-Takt. Könnten runtergehen. Besser. Besser. Verschwinde. Aber hier ist auch noch was. Okay, da kommen wir nicht lang. Wir könnten uns runterlassen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Wir sind jetzt einmal im Kreis gegangen und jetzt lassen wir uns da runter. Das ist, glaube ich, der Schlauste. Ja, wir sind einmal im Kreis gegangen. Genau, lassen wir uns da runter. Wenn wir können. Alex? Julia? Oh, Scheiße! Als Verstand.
Stockeduster, okay, da geht's nicht weiter. Hey, bist du sicher, du weißt, wo ich bin? Alter, what? WTF, sag ich nur, WTF. Das frage ich mich auch gerade. Patrone. Was? Zombies? Alter, jetzt geht's aber langsam richtig ab. Oh. Was in Gottes Namen ist das? Dieser Ort ist seltsam. Was geht hier vor sich? Blut. Okay, okkulte Zeichen. Erstmal umsehen. Da ist nämlich noch was. Der Leuchtturm von der Geschichte. Schweigend möge die Kabale sich versammeln. Aus 5 soll sie bestehen. 5 von rein Geist und Körper, 3 weiblich und 2 männlich, aber alle von erster Geburt, gehüllt in Kapuzen. Siegel. Wisset um die Bedeutung für den Magus und für das spirituelle Wohlergehen. Jünger, das vor dem Fest von Akramahamari, Ritual von Treskea, abhalten müsst, um zu bannen mit der Macht der Kabale die Dämonen. Das Pentagramm nun zeichnen und an jedem der 5 Primärpunkte stehen. Eine Jungfer der See, ihrer Sinne beraubt, soll in der Mitte des Pentagramms ruhen. Nun erhebe die Versammlung mit dem Schwert in der Hand voll Inbrunst ihre Stimme zu der Anrufung des Soras. Wie sie steht geschrieben, wie 5 an jedem Ende stehen, doch können einander die Hände reichen. Auf ewig die 5 Spitzen, Macht erfüllt, wendet euch um 90 Grad nach und zeichnet das Unicursus. Rufet, an 5 Spitzen wir glauben, das Schwert voran und proklamiert mit Fester. Wir dienen, wendet Grad nach und zeichnet Ukuvernale Sigile, das heilige Symbol nun in Ehrfurcht. Wendet euch nun nach Norden, rufet mit Überzeugung. Das Schwert voran und rufet mit Überzeugung. Den 5 Spitzen wir opfern. Seite 34. Jeder der 5 trete einen Schritt zur Mitte und verharre in der Haltung von Ram.
Stimmt gemeinsam ein. Eins sind wir und so ist unser Fürst. O Soras, mit dem Opfer bitten wir dich, läute uns von den Dämonen, die uns befallen. Das Blut der Schöpfung, wir vergießen dir zu Ehren auf das deiner Gunst würdig erweisen. Wahrscheinlich wir. Erst nachdem die Anruf endet ist, sollen die 50 dem O nähern und einer nach dem anderen wird den unglückseligen Körper von seinem unreinen Blut befreien. Schädel durch Blutbaum. Dein Leichnam soll ruhen in einem Sarg aus dickem Holz und der Kopf deinen Jüngern frei zugänglich sein, als Mahnung, dass der Unachtsame allzu leicht dem Bösen verfällt. Aber die Macht von Soros euch alle beschützt, und so sei das Ritual, und deine Jünger vor allem Plage, Geistern befreit. Das Fest möge... Ja, und dann hört's auf. Alter Falter. Fünf Opfer, wir sind eine Fünfergruppe, ja, könnte, ne? Was bedeuten? Komm schon, Fliss, nicht den Kopf verlieren. Halt. Wasser. Okay. Hey, da ist auch noch irgendwas. Oh oh. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt vieles nicht an diesem Ort.